Wort dem Kollegen Klaus Ernst für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, erneut müssen wir uns hier aufgrund der Realitäten in unserem Land über die Frage unterhalten, wie denn unsere Arbeitsbedingungen, wie unsere Löhne und wie die Situation der Menschen, die ihr Geld durch Arbeit verdienen müssen, aussieht. Wir haben die Situation, dass wir in den letzten Jahren vor allen Dingen dadurch, dass es eine Veränderung der Gewinnerwartung in den Unternehmen gab, die auch entsprechend unterstützt wurde aus der Politik, eine sinkende Lohnquote gibt, die auf der anderen Seite mit drastischen Veränderungen in der Arbeitswelt verbunden war. Ich erinnere an das Zitat von Gerhard Schröder im Februar 1999 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Dort hat er gesagt, wir müssen einen Niedriglohnsektor schaffen, der die Menschen, die jetzt Transfereinkommen beziehen, wieder in Arbeit und Brot bringt. Zitat Ende. Ich möchte dazu feststellen, mit Arbeit hat es im Einzelfall geklappt, allerdings ist das Brot ausgeblieben, meine Damen und Herren. Menschen müssen zunehmend in Beschäftigungen arbeiten, und Sie wissen das, von denen man nicht mehr leben kann. Die Politik hat dazu die Voraussetzung geschaffen, die Voraussetzung für die Erosion von regulärer und gut abgesicherter Beschäftigung in den Unternehmen unseres Landes. Leiharbeit, Minijobs, Befristung von Arbeitsverhältnissen, Kündigungsschutz wurde abgebaut. Hartz IV und Leiharbeit haben zu einem Erdrutsch bei den Löhnen und bei regulären Arbeitsverhältnissen geführt. Der Steuerzahler ist in der Situation, dass er dies jährlich mit Zuschüssen in Milliardenhöhe bedienen muss, um überhaupt die Menschen am Leben zu erhalten. Ja, das mag aus Ihrer Sicht so sein, und ich weiß auch, dass Ihr Satz immer ist, sozial ist, was Arbeit schafft, Herr Kollege. Ich sage Ihnen, die Arbeitsplätze, wo Sie geschaffen haben, sind unsozial, und deshalb ist es falsch zu sagen, sozial ist, was Arbeit schafft. Ein bisschen müssen schon nur hingucken, wie die Menschen wirklich arbeiten, Herr Kollege. Und ich sage Ihnen, dramatisch ist die Situation für Frauen, junge Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund, nicht gerade ihr Klientel, das mag ja sein. Aber ich sage, wir müssen uns dieser Fakten zuwenden. Wir müssen uns zuwenden der Realität, dass zwar die Menschen nach einer Umfrage des DGB zu 92% ein verlässliches und festes Einkommen wollen und das für sie entscheidend ist, dass genau das von ihnen zunehmend in Frage gestellt wurde, auch durch ihre Politik. Wir haben den Fakt, meine Damen und Herren, dass 2008 7,7 Millionen Menschen entweder in Teilzeit, entweder nur noch befristete Arbeitsverhältnisse oder nur noch als Leiharbeitnehmer beschäftigt sind. 7,7 Millionen Menschen. Wir haben den Fakt, dass 6,5 Millionen Arbeitnehmer, das ist fast ein Viertel der Beschäftigten in unserem Lande, nur noch in Niedriglöhnen, mit Niedriglöhnen abgespeist werden und kein vernünftiges Einkommen mehr bekommen. Ja, dann müssen Sie die Statistik lesen, wenn Sie glauben, dass das nicht stimmt. Ich weiß nicht, wie Sie sie fälschen. Das jedenfalls sind Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit von 2009. Meine Damen und Herren, 1,37 Millionen Menschen müssen ihr Gehalt aufstocken lassen, weil ihr Gehalt nicht mehr ausreicht, um ihr Leben zu bedienen. Wir haben in der Altersgruppe der Jüngeren inzwischen den Tatbestand, dass bei den 15- bis 20-Jährigen nur noch 40,7% der Beschäftigten eine unbefristete Stelle haben, und von den 20 bis 25% sind es nur noch, von den 20 bis 25-Jährigen sind es nur noch 25%. Mit diesem Zustand, meine Damen und Herren, dürfen wir uns nicht abfinden. Und ich möchte, weil es der eine oder andere vielleicht den Linken nicht glaubt, aber vielleicht zur Kenntnis nimmt, was die Süddeutsche Zeitung am 15.04. dazu geschrieben hat. Die Überschrift in dem Artikel war, ich darf zitieren, Teilzeit und Leiharbeit fressen Demokratie auf. Und dann heißt es in dem Artikel über die veränderten Arbeitsbedingungen, es ändert sich zum Beispiel die Art, in der die solchermaßen Beschäftigten ihr Leben planen können. Oder auch nicht. Es ändert sich das Maß, in dem Arbeitnehmer ihre Rechte in Anspruch nehmen und, um es leicht pathetisch zu formulieren, mit den Beschäftigungsverhältnissen erodieren auch Institutionen, die einst in der Erkenntnis eingeführt wurden, dass es Demokratie nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft geben muss.
Und in dem Artikel heißt es weiter, und das finde ich nun wirklich sehr bemerkenswert, es heißt dort, wer nur für 6 oder 12 Monate beschäftigt ist, wird auf die Gründung einer Familie vorerst verzichten. Frau von der Leyen ist ja bei diesem Thema nicht mehr anwesend. Aber es ist ja nett und schön, wenn sich die Frau von der Leyen über die Fortpflanzungsmöglichkeit oder die Fortpflanzungsdebatte in der Bundesrepublik in der Weise sagt, dass man die Frage der Familien in den Vordergrund stellen muss. Richtig. Aber man muss auch in den Vordergrund stellen, meine Damen und Herren, wie es denn einem 25-Jährigen oder einem 22-Jährigen überhaupt noch möglich sein soll, eine Familie zu gründen, wenn er weiß, dass er seinen Job bloß noch einen Monat hat oder möglicherweise, dass er weiß, dass er nur als Leiharbeitnehmer beschäftigt ist und als Erster in der Krise seinen Job auch wieder verliert, meine Damen und Herren. Da ist der Ansatz auch für Familienpolitik. Und ich sage Ihnen, und deshalb ist der Artikel so interessant, er heißt hier weiter, bei dem Artikel von Herrn Detlef Esslinger, er sagt, wer auf einen Anschlussvertrag hofft, wird auf die Bezahlung von Überstunden keinesfalls bestehen. Kündigungsschutz kennt ein befristet Beschäftigter allenfalls als Vokabel. Er wird keinen Betriebsrat konsultieren und schon gar nicht wird er oder Sie auf die Idee kommen, selber dafür zu kandidieren. Mit dem, was wir an Arbeitsbedingungen in der Realität in unserem Lande haben, geht es nicht nur um einen Abbau von den unmittelbaren Leistungen, für eine Verschlechterung der unmittelbaren Situation der Beschäftigten. Es geht um einen Abbau von Demokratie in den Betrieben. Und den müssen wir doch wohl gemeinsam verhindern, meine Damen und Herren. Und deshalb sind wir nicht mit einverstanden, wenn Sie in Ihrem Koalitionsvertrag zum Beispiel eben schreiben oder zum Beispiel eben nichts gegen Leiharbeit unternehmen wollen, obwohl wir wissen, dass Leiharbeit eben nicht die Abbau von Spitzen bedeutet, sondern letztendlich Leiharbeit die Methode ist, vernünftige Arbeitsplätze abzubauen und schlecht bezahlte Jobs in den Betrieben wieder zu schaffen. Und wir sind nicht mit einverstanden, meine Damen und Herren, wenn Sie in Ihrem Koalitionsvertrag schreiben, Zitat, wir werden die Möglichkeit einer Befristung von Arbeitsverträgen so umgestalten, dass die sachgrundlose Befristung nach einer Wartezeit von einem Jahr auch dann möglich wird, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Sie sagen, Sie wollen den Kündigungsschutz nicht verschlechtern. Faktisch machen Sie mit dem, was Sie im Koalitionsvertrag schreiben, den Kündigungsschutz obsolet, weil die Menschen gar nicht mehr gekündigt werden müssen, weil ihr Vertrag ausläuft und sie dann aus den Betrieben entfernt werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, fordern wir brauchen erstens eine klare Regelung bei Leiharbeit. Es muss gelten, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit. Und es muss gelten, bei befristet, da steht im Gesetz, und Sie wissen genauso wie ich, dass dieses Gesetz umgangen wird, unter anderem durch gelbe Gewerkschaften, die niedrige Tarife abschließen. Wir brauchen einen Ausschluss der Möglichkeit, von diesem Prinzip abzuweichen. Und dem muss sich die FDP mal anschließen. Und wenn Sie dauernd durch die Gegend rennen, einen Mindestlohn verweigern und auf der anderen Seite sagen, Leistung muss sich lohnen, dann belügen Sie die Leute. Das ist die Realität, Herr Kolb. Dem sollten Sie sich mal zuwenden. Und ich möchte deshalb sagen, wir brauchen eine klare Regelung, dass befristete Arbeitsverhältnisse nicht in der Weise verwendet werden, wie Sie sie gegenwärtig haben. Wir brauchen einen Sachgrund. Und es kann nicht sein, dass vernünftige Arbeitsbedingungen auch durch solche Möglichkeiten ausgehebelt werden. In unserem Antrag fordern wir unter anderem auch, dass der Kündigungsschutz gestärkt wird und dass die Vereinbarkeit vom Familienberuf auch dadurch organisiert wird, dass zum Beispiel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Schicht arbeiten müssen, die Möglichkeit haben, aus diesem Schichtsystem rauszukommen, wenn sie kleine Kinder haben. Weil ich weiß, dass es oft bei diesen Familien so ist, dass sie sich gemeinsam in Schichtarbeit befinden und sich um die Situation ihrer Kinder kümmern müssen. Und da schaut das Familienleben so aus, dass der eine auf den Zettel schreibt, ich komme heute Abend später, und wenn er wieder kommt, steht auf dem Zettel von seiner Partnerin, ja, ich habe es gemerkt. Das ist nicht der Zustand, den wir wollen, sondern wir wollen dann auch, dass Familie und Beruf entsprechend vereinbart werden kann. Meine Damen und Herren, und ich komme zum Schluss. Ich möchte in unserem Antrag auch die Forderung realisiert wissen, dass wir das Arbeitslosengeld 1 auf 24 Monate verlängern. Weil wir wissen, dass insbesondere Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer bereits jetzt schon keinen Job mehr haben. Da hat die Frage der Verlängerung der Kurzarbeit nichts geholfen. Die sind draußen und kommen jetzt ins Arbeitslosengeld-2-System. Das müssen wir ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen.